Uganda, salamu alaikum. So, hier beginnt der sechste Teil. Wir befinden uns hier noch in Walfish Bay. Und die Fahrt geht gleich weiter. So, und wieder ein Tag zu Ende. Wir sind zurück in Swakopmund, in der Nähe von unserem Hotel. So, heute ist der 7. April und wir haben Swakopmund verlassen und sind in nördliche Richtung. Hier ist ein altes Fischerboot gestrandet. Geben. 120 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 Ja, wir sind hier mitten in der Wüste im Damaraland und plötzlich kreuzt ein kleiner Bach Rinnsal hier die Straße. Bestimmt hier 34 Grad, sehr heiß, trockene Luft. So, und einmal Rast in der Wüste. Wir fahren diese Straße schon ca. 200 Kilometer und nochmal 150 müssen wir bestimmt noch. Also quer durchs Gebirge. Hier ist wieder eine schöne grüne Stelle. Nachher wird es wieder richtig sandig. Vor uns das der Brandberg und natürlich Kühe. Und jetzt überqueren wir den Ugab.
ist sogar ein bisschen Wasser. Das Gelände sieht natürlich nicht gut aus hier. Elefantenherde vor unserem Auto. Ja, ich fahre ja langsam. Was soll ich denn machen? Wir sind doch da, Sörner. Schade. Guck mal, blöd. Ich bin hier zur Seite. Ja, im Wasser. So ein Gegenverkehr. So, nun endlich nach 5 Stunden Autofahrt haben wir unsere UGAP Lodge erreicht. Und schauen wir mal, wie das so aussieht. So, und endlich angekommen. Schauen wir mal. Ja, und die Nummer 4 hier ist unser Haus, was wir jetzt für 2 Tage bewohnen werden. Wahnsinnige Aussicht. Ja, und das ist unser Blick vom Bett aus. In frei in die Natur. Die Fingerclip. Und hier nochmal der Sonnenuntergang. Und jetzt geht's ab zum Abendessen. Ja, heute ist der 8. April und es ist jetzt 8 Uhr morgens. Wir sind aufgestanden und gehen zum Frühstück. Wir haben einen super Blick hier in die Natur. Die Einheimischen machen hier warm Wasser warm. Deshalb raucht es überall. So, und hier befinde ich mich am Poolbereich mit Blick auf die Fingerklippe. Und hier der Natursteinpool im Felsenhauen. Hier zu meiner Rechten geht es steil ab. So, jetzt bin ich schon eine ganze Strecke hier auf der Kuppe des naheliegenden Berges entlang gelaufen.
und hier ist die UK Lodge. Hier bewohnen wir Chalet Nummer 4. Das ist das vierte von links. Das Haupthaus.